So, nach einer medikamentösen Falschparken habe ich hier Hämorrhoide am Gesicht. Ich habe den Stuhl getauscht und jetzt ein lauwarmes Fußbad. So, ist gut. Jetzt komme ich erstmal in die Halle. So, ist super. Jetzt habe ich auch die Heizung angestellt. Hier noch mein Heizkissen. Steht auf Stufe 3. Rot geht an. So. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht. Die Eieruhr steht auf 40 Minuten. Und tickt. So. Hier ist übrigens die Hämorrhoide am Gesicht. Da kratze ich auch oft dran. Sollte man nicht tun. Damit nicht sich andere Gesichtshaut infiziert. Falls da eine bakterielle Infektion drin ist. Man weiß ja nie genau, was es mit so einem Geschwür auf sich hat. Also ich habe da eine relativ genaue Vorstellung zu. Schmier ich da noch Chlorcreme drauf. Das ist die Behandlung, die ich jedem empfehlen würde. Auf sowas Chlorcreme schmieren und dazu lauwarme Essigfußbäder von 40 Minuten mit einem Heizkissen auf dem Schoß. Manche Leute kriegen davon auch Fieber. Ich habe hier mit so einem Teemesser-Thermometer die Temperatur gemessen, liegt bei knapp unter 40 Grad. Ich finde das gerade ziemlich angenehm. Wenn man Fußpilz hat, geht der auch weg davon. Nagelpilz sowieso. Die Füße jucken dann so ein wenig, wenn der Fußpilz abheilt. Dann sollte man da ein bisschen mehr Essig reintun als normal. Ich würde auf so eine Fußbadwanne normalerweise so eine ein Viertel Liter Weinessig, ich nehme den ganz billigen Weinessig da reintun, wenn ich Fußpilz habe, und ein Achtel Liter, wenn da kein Fußpilz am Fuß ist. Ich habe geguckt, ist es keiner dran, ist es ein Achtel Liter Essig drin. So, es geht um Arbeitsrechtshandbuch Schaub, 17. Auflage. Ich bin in Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis angekommen. Der Paragraph Grundrechte im Arbeitsverhältnis hat auch zwei. Ich weiß nicht, ob ich das hier so lange. Das Buch ist so schwer. Römische Ziffern, erstens Überblick und zweitens, römisch zweitens, Bedeutung der einzelnen Grundrechte. So, die Grundrechte sind auch aufgeführt, über die gesprochen wird, und die sind durchnummeriert und die kommen hier auf 9 Grundrechte. Und die beziehen sich auch immer auf das Grundgesetz. Das ist erstens Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes, Artikel 1, römisch 1 des Grundgesetzes, freie Entfaltung der Persönlichkeit, zweitens Artikel 2, römisch 1 des Grundgesetzes, drittens Gleichheitssatz, Artikel 3 des Grundgesetzes, viertens Glaubens- und Gewissensfreiheit, Artikel 4 des Grundgesetzes, Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes, sechstens Ehe und Familie, Artikel 6 des Grundgesetzes, siebtens
Vereinigungsfreiheit kommt direkt nach Ehe und Familie. Oh, ein Gewusstenwitz. Wahrscheinlich der beste, den es gibt. Kennt auch jeder. Nach Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis oder in Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis kommt nach Ehe und Familie die Vereinigungsfreiheit. So, und dann danach die Berufsfreiheit, Artikel 12 des Grundgesetzes. Und dann neuntens das Eigentum, Artikel 14 im Grundgesetz. Das heißt, als Ehemann ist man zwar Eigentum seiner Ehefrau, aber das andere hat alles rechtlich Vorrang. Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis römisch 1. Überblick. Es gibt einen fettgedruckten Fachausdruck, über den man nachdenken sollte. Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes. Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes. Arbeitsrechtliche Gesetze müssen mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Nach Artikel 74 Nummer 12 Grundgesetz gehört das Arbeitsrecht zur konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes. Hierfür hat der Bund gemäß Artikel 72 Römisch 2 Grundgesetz eine Regelungskompetenz. Wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfordert. Hiervon ausgehend hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine landesrechtliche Begrenzung der Samstagsarbeit im Einzelhandel Artikel 74 Römisch 1 Nummer 12 Grundgesetz zuzuordnen ist. Die Kompetenz zur Regelung des Ladenschlusses in Artikel 74 Römisch 1 Nummer 11 Grundgesetz erstreckt sich nicht auf arbeitszeitliche Regelungen. Schade. Unter der Woche von Montag bis Freitag hat der Rewe hier um die Ecke nur 15 Stunden am Stück auf. Samstags, sie sind arbeitnehmerfreundlich, nur 14 Stunden am Stück. Mein Gott, wie können wir alle einkaufen? Habe ich schon gesagt, dass ich arbeitssuchend bin und gar kein Geld zum Einkaufen habe. Die Tasse ist aus England, habe ich aus einem alten Urlaub, den ich mir damals noch leisten konnte, mitgebracht. Ja, und weil ich vors Arbeitsgericht ziehe, habe ich hier ein Arbeitsrechtshandbuch. Wie ich mir die Kamera leisten konnte, weiß ich auch noch nicht. Im Grunde genommen hätte ich weiter meinen alten Fotoapparat verwenden sollen. So. Die Kamera hat mich so 3 Monatsmieten gekostet. Mit dem Mikrofon und dem Kabel zusammen sind halt 4 Monatsmieten. Eigentlich kann ich mir sowas nicht leisten.
Mir wird gerade schon wieder schlecht. Fußbad kann ich mir leisten. Fußbad ist nicht so teuer. Ich glaube, die Flasche Essigwasser kostet 59 Cent. Und Warmwasser ist halt auch teuer. Naja, bei knapp 40 Grad geht es auch noch. So, was wirklich ein Luxus ist, ist diese Heizung hier fürs Fußball aufzudrehen. So. Übrigens, trotz 15 Stunden Ladenöffnung in Rewe, da hinten kriege ich keine Arbeit. So, da allerdings der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für Regelungen zur Arbeitszeit in Verkaufsstellen am Samstag bisher nicht erschöpfend ISD. Mal nachgucken, was das heißt. Irgendwann hat man, glaube ich, die Jura-Abkürzung drauf. In diesem Sinne heißt das. Und da steht nicht IS. Doch, da steht ISD. Und hier steht IDS. Der soll garantiert. IDS stehen. Naja, es ist ja auch erst die 17. Auflage, wozu Fehler korrigieren. Habe ich schon mal gesagt, dass ich einen Job suche? Ich kann auch das Lektorat für dieses Buch anbieten. So. Dinger sind sowieso unverschämt toll. Ja. Ich glaube, wenn immer zu dem Ding. Da steht auch Fachverlag dran. Da gibt es auch teurere, aber die kosten so immer noch keine 30 Euro. Das hier ist einfach nur schweineteuer gewesen. Muss aber, glaube ich, sein. Spätestens, wenn ich vor die Kammer trete, muss ich kompetent sein. Mit den ehrenamtlichen Richtern. Da allerdings der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz zur Regelung zur Arbeitszeit in Verkaufsstellen an Samstagen bisher nicht in diesem Sinne, in dem Sinne von Artikel 72 Römisch 1 Grundgesetz gemacht habe, seien landschaftsrechtliche hierzu zulässig. Mit landschaftsrechtliche hierzu sind Regelungen gemeint. Und da steht nicht landschaftsrechtliche, sondern landesrechtliche hierzu zulässig. Habe ich schon mal gesagt, dass da so viel Scheiße erzählt wird von diesem Arbeitsgericht, dass mir wirklich nur das Kotzen kommt. So. So nach dem Motto, meine Lebenszeit ist auch unendlich und ich muss mir das alles gefallen lassen. Ich kann da gar nichts gegen tun. Der Arbeitsvermittler und die von ihm vorgeschlagenen Möglichkeiten, was für mich zu tun, sind genauso unverschämt. Ich gehe zu einer Amtsärztin und erfahre, dass die auf dem Weg zur Arbeit auf einmal erkrankt ist. Es ist so dermaßen das Allerletzte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenigstens hat sie mich bei der Untersuchung nicht angepackt, wenn ich das nicht wollte, sondern vorher nachgefragt. Und die
die Anamnese war auch eine einzige Unverschämtheit. So, jetzt kommt ein rauer Kasten. Und es gibt wieder einen fettgedruckten Ausdruck, nämlich die Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften. Die Zivilgerichte und damit auch das Arbeitsrecht. Und dann steht hier auch. Entschuldigung, die Arbeitsrechte. Ich muss mich mal gerade mit einsammeln. So, ich habe mich gesammelt. Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis, römisch 1. Überblick, der graue Kasten unten auf der Seite. Fettgedruckt ist Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften. Die Zivilgerichte und damit auch die Arbeitsgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften Bedeutung und Tragweite der von ihren Entscheidungen berührten Grundrechte beachten und damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf die Rechtsanwendungsebene und damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt. Zivilgerichte und damit auch die Arbeitsgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften Bedeutung und Tragweite der von ihren Entscheidungen berührten Grundrechte beachten, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt. Jetzt verstehe ich es. Bei dem, was ich erlebe, ist kein Wunder, dass mir da die Galle hochgeht. Auch schon im Unterbewussten. So, ich sag's nochmal, warum mir die Galle hochgegangen ist und ich mich kurz sammeln musste. Die Zivilgerichte und damit auch die Arbeitsgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften Bedeutung und Tragweite der von ihren Entscheidungen berührten Grundrechte beachten, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt. Und ich sage es nochmal und hoffe, ich kann es jetzt fehlerfrei vorlesen. Das ist wichtig für mich. Und wenn das Arbeitsgericht sich dran halten würde, wäre es auch schön. Vor allem was in Solingen. Vor allem hier der Gleichheitssatz, die Menschenwürde und die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das letzte in dem Zusammenhang
als wichtigstes. Ich weiß nicht, warum ich bei den Qualifikationen, die ich nenne und die auch nachgewiesen werden können, so dastehe. Mir ist es ein einziges Rätsel. So, jetzt nochmal der Satz und hoffentlich richtig. Die Zivilgerichte und damit auch die Arbeitsgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften Bedeutung und Tragweite der von ihren Entscheidungen berührten Grundrechte beachten, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt. Das war schon ziemlich gut. Die Zivilgerichte und damit auch die Arbeitsgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften Bedeutung und Tragweite der von ihren Entscheidungen berührten Grundrechte beachten, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt. Das verlangt in der Regel eine Abwägung zwischen den widerstreitenden grundrechtlichen Schutzgütern, die im Rahmen der auslegungsfähigen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften vorzunehmen ist und die besonderen Umstände des Falles zu berücksichtigen hat. Da der Rechtsstreit ungeachtet des bundesrechtlichen Einflusses ein privatrechtlicher bleibt, und seine Lösung in dem grundrechtsbegleitet interpretierten Privatrecht stattfindet, ist das Bundesverfassungsgericht darauf beschränkt, nachzuprüfen, ob die Zivilgerichte den Grundrechtseinfluss ausreichend beachtet haben. Okay, das ist schwierig zu verstehen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich lese es nochmal vor. Vorhin gibt es einen Schluss. Kaffee. Vielleicht kriege ich ja doch Hilfe beim Bundesverfassungsgericht.
Also nochmal. Da der Rechtsstreit ungeachtet des grundrechtlichen Einflusses ein privatrechtlicher bleibt und seine Lösung in dem grundrechtsbegleitet interpretierten Privatrecht findet, ist das Bundesverfassungsgericht darauf beschränkt nachzuprüfen, ob die Zivilgerichte den Grundrechtseinfluss ausreichend beachtet haben. So. Nochmal, ohne Fehler. So. Ich habe es verstanden. Ich muss es nur noch fehlerfrei vorlesen. Es ist auch korrektes Deutsch. Da der Rechtsstreit ungeachtet des grundrechtlichen Einflusses ein privatrechtlicher bleibt und seine Lösung in dem grundrechtsbegleitet interpretierten Privatrecht findet, ist das Bundesverfassungsgericht darauf beschränkt, nachzuprüfen, ob die Zivilgerichte den Grundrechtseinfluss ausreichend beachtet haben. So, ich lese es nicht nochmal vor. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht prüft nach, weil es das muss, und es prüft, ob das Privatrecht, zum Beispiel hier das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, grundrechtsbegleitet interpretiert wurde und ob das ausreichend und fachgerecht passiert. Muss nämlich dabei eine Abwägung zwischen widerstreitenden grundrechtlichen Schutzgütern geben. Wenn diese Abwägung nicht stattfindet, ist das Ganze verfassungsfeindlich. Und ich sage es direkt, alle Güteverhandlungen am Arbeitsgericht Solingen waren verfassungswidrig. Das Arbeitsgericht ist an der Stelle verfassungsfeindlich. Ich finde, das ist ein Skandal und das darf nicht so sein. Und ich weiß nicht, wer sich darum kümmern muss, außer das Bundesverfassungsgericht. Es muss auf jeden Fall da was stattfinden. Das geht so nicht weiter. Ich bin an der Stelle ohnmächtig und handlungsunfähig. Ich habe keine Knete, ich habe gar nichts außer eine Mietwohnung, eine Kamera, ein paar Bücher und den Internetanschluss meiner Eltern. Ich habe einen Handyvertrag für 6,95. Das Handy liegt hier hinten. Das ist das Telefon, was ich hier fest in der Wohnung habe. Ansonsten, ich weiß es nicht. Dagegen ist es nicht seine Sache, den Zivilgerichten vorzugeben, wie sie den Streitfall im Ergebnis zu entscheiden haben. Ein Grundrechtsverstoß liegt dann vor, wenn übersehen worden ist, dass bei Auslegung und Anwendung der verfassungsgemäßen Vorschriften des Privatrechts Grundrechte zu beachten waren. Wenn der Schutzbereich der zu beachtenden Grundrechte unrichtig oder unvollkommen bestimmt oder ihr Gewicht unrichtig eingeschätzt worden ist, sodass darunter die Abwägung der beiderseitigen Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Regelungen leidet und die Entscheidung auf diesem Fehler beruht. So. So, jetzt sind wir bei der Rand Nummer 3.
Bei der Prüfung, ob durch arbeitsvertragliche Regelungen oder die Anwendung gesetzlicher Vorschriften Grundrechte des Arbeitnehmers beeinträchtigt werden, ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer mit dem Abschluss des Arbeitsvertrags und den damit eingegangenen Bedingungen in zulässiger Weise auch über Grundrechtspositionen verfügt. Bei der Prüfung, ob durch arbeitsvertragliche Regelungen oder die Anwendung gesetzlicher Vorschriften Grundrechte des Arbeitnehmers beeinträchtigt werden, ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer mit dem Abschluss des Arbeitsvertrags und den damit eingegangenen Bindungen in zulässiger Weise auch über Grundrechtspositionen verfügt. Mit der Begründung des Arbeitsverhältnisses sagt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zu, ihm im Rahmen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Damit nimmt er zugleich in diesem zeitlichen Umfang Einschränkungen seiner privaten Lebensführung hin. Dies ist eine wesentliche Form des Grundrechtsgebrauchs und um der personalen Selbstbestimmung willen grundsätzlich zulässig. Die Verfügung über Grundrechtspositionen muss allerdings freiwillig und nicht in einer Zwangslage erfolgen. Die verfassungsrechtlich geschützten Freiheitsrechte verlieren indes mit der Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und der damit verbundenen Grundrechtsposition nicht jede Bedeutung, denn durch den Arbeitsvertrag werden gemäß Beschluss 241-2 BGB auch vertragliche Rücksichtnahmepflichten begründet. Dies sind unter Beachtung verfassungsrechtlicher Werteentscheidungen zu konkretisieren. So, das muss ich nochmal. Die verfassungsrechtlich geschützten Freiheitsrechte verlieren indes mit der Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und der damit verbundenen Grundrechtsposition nicht jede Bedeutung, denn durch den Arbeitsvertrag werden gemäß Beschluss 241-2 BGB auch vertragliche Rücksichtnahmepflichten begründet. Diese sind unter Beachtung verfassungsrechtlicher Werteentscheidungen zu konkretisieren. Entsprechend gilt bei der Ausübung des dem Arbeitgebers nach § 106 Gewerbeordnung zustehenden Weisungsrechts zur Verteilung der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit. Okay, entsprechendes gilt so.
Und ich gucke jetzt mal Beschluss 241 nach, weil es mich wirklich interessiert, was da drin steht. 241, Römisch 2. Beschluss 241, BGB, Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Römisch 2. Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Versteht man so auch nicht ohne weiteres. Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jedem Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Das heißt, wenn man ein Schuldverhältnis hat, ist man verpflichtet oder kann man verpflichtet werden, zum Beispiel von staatlichen Gerichten, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, dem Ordnungsamt, Mitbürgern mit einem Baseballschläger, Rücksicht auf die Rechte und Rechtsgüter und Interessen desjenigen, der bei dem, der dieses Schuldverhältnis eingegangen ist, zu nehmen. Das heißt, man kann nicht einfach durch einen Vertrag und ein Schuldverhältnis diese Rechtsgüter außer Kraft setzen. Wenn man von einem Arbeitgeber Geld bekommen hat, hat man als Arbeitnehmer gegenüber Verpflichtungen. Man hat ein Schuldverhältnis. Das spiegelt sich in der Festsetzung von Arbeitszeiten, einem Arbeitsort und einer groben Beschreibung der Tätigkeit wider. So, das darf aber alles nicht die Rechte und Rechtsgüter und Interessen des anderen zu sehr einschränken. Und dabei sind besonders die Grundrechte zu beachten. Das ist das, was da unter 3 steht. Gut, ich habe hier was verstanden. Da ja Landesrecht nicht gilt, werde ich mich wahrscheinlich auf Paragraph oder Beschluss 145 Bindung an den Antrag berufen. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrages anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass die Gebundenheit ausgeschlossen, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Dieses es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat, ist im öffentlichen Dienst meiner Meinung nach schon nicht gültig. Und mir sind ausdrücklich Arbeitsverträge angetragen worden und ich bin qualifiziert für diese Arbeit. So. Mal gucken, was das wird. Ich fahre jetzt zu Mama und Papa und mache meine Wochenplanung im Kalender. Fußball ist beendet. Vorlesen ist beendet. Es geht weiter mit der Bedeutung der einzelnen Grundrechte, Römisch 2 unter Grundrechte in Arbeitsverhältnissen, im Arbeitsverhältnis. So, Lesezeichen, obwohl das ist das Falsche. Lesezeichen rein. Markierung, dass es hier weitergeht. Ja.
Wenigstens wird was hochgeladen, wenn der Rechner hier läuft für die Terminplanung. Und ansonsten muss ich noch einen Rechtsanwalt, einen Arbeitsrichter und eine Regierungsrätin anzeigen. Oder einen angeblichen Rechtsanwalt, einen Arbeitsrichter und eine Regierungsrätin anzeigen, weil ich noch ein Arbeitszeugnis bekomme. So. Am Freitag bin ich dazu bei der Polizei vorgeladen. Mal gucken, was draus wird. Das Arschloch hat außerdem geklagt. Bildet sich ein, er kann einfach kassieren, ohne zu arbeiten. Das ist ein richtig dummer. Das ist ein Riesenarschloch, ein gesellschaftsfeindliches Riesenarschloch und ein Hochstapler. Wegen der Klage ist, glaube ich, Dienstag Güteverhandlung. Mal gucken, was Herr Amtsrichter sagt. So, tschüss.